Willkommen zurück bei Overlord. Da sind wir wieder. Wir haben das Rad repariert. Schergen und ja. Beim Rad und alles. Genau, und wir haben ein bisschen Schergenanzahlen wieder umsortiert. Jo. Na, für uns, dankeschön. Ich will auch Schergen haben. Weißt du, wie leicht es wäre, an ein Schloss zu kommen, wenn man Schergen hat? Ja. Na, guck mal her. Jetzt sieht man, warum es Orden der Stille heißt. Allerdings hat man mit zugenähtem Mund auch nicht wirklich eine Wahl. Macht er erst mal den Thriller. Grillsaison. Es gibt Chicken Nuggets. Eher ein Hühnerbraten. Brathähnchen. Ja. Bratdodo. Ach Mist, die spawnen danach. Ja. Die spawnen dann im Loch dann neu. Ja, bringt nichts jetzt. Equipment! Rüstet euch aus. Das wäre eigentlich nice, wenn hier schon grüne wären. Dann könnte man die neu ausrüsten. Ja, das stimmt. Das. Hi. Ach, das ist ein Bürger. Falsche Weg. Die Stadt ist verseucht. Die Priester haben den Tempel verriegelt. Und Fürst Ferdinand tut nichts, als mit diesen Rotmänteln endlose Feste zu feiern. Wir sind ihm so egal wie ein Rattenfurz. Wir hauen von hier ab. Kommt mit, wenn ihr nicht wollt, dass euch das Fleisch von den Knochen fällt. Ihr seid ja wohl völlig wahnsinnig. Ja, möglich. Ah, guck mal. Na, siehst du, hätten wir einfach nur eine Minute weiter gespielt, dann. Ja, aber dann können wir uns einmal. Na, heilen ist nicht so wichtig, aber Mana auffüllen. Ja. Die unteren Straßen. Jetzt sind alle weg? Ja. Oh Mann, meine Nase ist halt ganz furchtbar. Alle! Die ist dauerhaft am Kribbeln. Alle! So. Warte, musst jetzt alle wieder zurückbringen, außer die blauen. Ja. Das ist doch so kacke! Wozu habe ich hier das Portal? Ja, wenn du eh nur die blauen. Ach, das ist so. Mal gucken, was hier. Oh Gott, nein, ist das das? Oh, bitte lass es nicht. Ich will nicht meine ganzen blauen opfern müssen. Was ist denn? Ein blaues Portal? Und? Werden die von den Dodos angegriffen? Nein. Also ja, aber. Das ist nicht das Schlimme. Nein. Das ist schlimmer. Ich werde jetzt so viele blaue Schergen verheizen. Okay, jetzt bin ich echt neugierig, was passiert. Sind das Zombie-Dodos? Nein. Ah! Eine Schlange. Und du kommst da nicht hin. Nö. Angriff! Doch! Sie machen gar nicht so schlecht Schaden. Ah, es sind zwei gestorben. Vier. Sechs. Sechs? Oh, dann habe ich zwei verpasst noch. Ah ne, jetzt am Ende waren noch welche, ne?
Ja. Ach ja, wie toll. Aber wenigstens heilt sich die Schlange nicht wieder. Ja. Also, eigentlich füttern wir gerade die Schlange, während wir sie umbringen. Ja, schon so ein bisschen. Oh nein! Das war ein guter Treffer. Aber die bringen ein paar wieder mit. Ich sag doch, ich verheiz jetzt erstmal alle blauen Schergen. Ihr wählt alle! Ja, manchmal. Ja, wir müssen ein bisschen blaues Leben danach farmen, ne? Ja, das kann ich ja auch. Off-Camera machen. Ja. Ja, die stehen jetzt verteilter, das müsste besser gehen. Nicht ganz viele. Ich hab noch. Ja. Ja, die ist gleich tot. Die Rüstung geht immer weiter runter. Aber unter 100 kann der nicht gehen, ne? Nee, 100 ist neugeborener Scherge. So. Das sollte es dann gewesen sein. Oh, komm schon. Ja. Okay, das ist echt mies. Vor allem, dass man da wirklich nur die blauen benutzen kann. Ich glaube, du sollst dann eigentlich die Dodos dahin locken, damit die Schlange die Dodos frisst und du dann währenddessen das Rad drehen kannst. Aber ganz ehrlich. Ich meine, wir. So komme ich wenigstens dann an das Gold. Wir hätten auch die ganzen anderen Schergen hier hin transportieren können. Nein. Indem wir immer die blauen nehmen. Die anderen durchs Wasser laufen, sie ertrinken, die blauen sie retten? Ja, aber das geht noch eine bestimmte Reichweite, das mit dem Retten. Ah, schade. Oh, und da stehen noch zwei Schergen. Ja, ich habe gesehen, dass die Tür offen ist, danke. Wo standen noch zwei Schergen? Ja. Neben dem Portal, die waren in den Pilzen. Achso. Ja. Ja, die rüsten wir nachher wieder aus. Ich muss kurz gucken. Okay, das ist da, kann ich die gleich lang schicken, um das Zeug zu holen. Erinnere mich dran. Ich glaube, das vergisst man relativ schnell hier. Dass sie nochmal das Gold holen sollen? Ja. Weil ich weiß nicht, ob die respawnt, die Schlange, und ich möchte das Risiko nicht eingehen. Andererseits könnten wir dann aus Richtung Stadt kommen. Da hinten müsste nämlich der Eingang in die Stadt sein. Da hätten wir Schergen. Dann geht das natürlich einfacher. Na, gucken wir. Ach, warte, ich hab 8 blaue. Ich will eigentlich nur 6. Ja, wir können uns vielleicht erstmal wieder ausrüsten. Da hinten müssten nochmal von den anderen Farben Portale sein. Wie viel später soll ich dich an das Gold erinnern? Wenn wir den Raum da vorne geklärt haben. Wenn ich mich richtig erinnere. Da leuchtet irgendwas Lilanes. Ja, das ist ein neuer Zauber. Ich höre dich irgendwie so ein bisschen vom Mikrofon weg. Hm. Ein bisschen weg. Oh! Was ist jetzt? Hinter mir waren plötzlich Zombies. Achso. Ich mag es, wenn die Grünen so auf die drauf springen. Ja. Ich möchte nicht kleine Wesen haben, die auf die Feinde springen. Und vernichten. Ja. Auf der anderen Seite, hast du Feinde? Nee, nicht so richtig. Zum Glück.
Also, es gibt Menschen, die ich scheiße finde. Aber die kenne ich jetzt nicht unbedingt persönlich. Zu denen, die da reinfallen würden, hatte ich seit Jahren. Habe ich die nicht mehr gesehen. So aus Schulzeiten noch vielleicht, aber. Ja, die Schule ist der einzige Ort, wo man Feinde hat. Ja. Ich schätze mal, man kann sich auch auf der Arbeit Feinde machen, aber bei uns sind eigentlich alle relativ korrekt, also. Ja, und ich würde raten, wenn du dir auf Arbeit Feinde machst, dann entweder ist die eine Person scheiße und die sollte gehen. Ja. Oder man muss einfach. Aber leichter gesagt als getan. Ja, geh doch einfach und such dir einen neuen Arbeitsplatz. Weil Arbeitsplätze ja auch an Bäumen wachsen. Boah, man findet da was zur Not bei uns. Ja, bei euch. Ja. Achso, du meintest, es ist jetzt allgemeiner. Ja, allgemein. Ja. Ist ja kein rotes Portal. Ich meine, im Einzelhandel, man kann überall dann arbeiten. Achso, ja, deswegen ist die Feuerbarriere, damit ich jetzt noch nicht runterkomme. Ja. So, die suchen eigentlich immer, weil es immer scheiße ist und immer Leute wechseln. Weiter. Glückwunsch, Herr. Ihr habt einen neuen Dominationszauber gefunden. Was ist Dominationszauber? Das ist wie der hier. Damit kannst du Feinde kontrollieren? Ja. Okay. Der Verwirrungszauber macht die Schlacht etwas wahlloser. Er hält Gegner nicht unbedingt davon ab, euch anzugreifen. Aber vielleicht erschlagen sie sich gegenseitig oder rennen weg. Holst du jetzt das Gold? Ja. Fehlt nur noch der zweite Feuerzauber, glaube ich, jetzt. Ja. Ja, die anderen haben wir. Warum haben sie gerade so rumgeschrien? Das sind die Geräusche von den Zaubern. Die hört man kaum. Den habe ich nicht. Okay, man hört sie einmal schreien. So, ja, die anderen machen da. Und einmal machen sie so ein Tsch. Ja. Und die anderen habe ich nicht gehört. Das hat funktioniert. Ja. Das dauert jetzt noch einen Moment. Ja. Tut mir leid. Ah, nur ein bisschen. Es ist Gold. Ja, viel Gold. Oh, geht. Danach können wir unseren Tempel verschönern. Ja, wir haben ja auch kaum noch was zu verschönern. Halblinglanze. Nice. Sehr schön. Die kriegen die Dinger wenigstens kaputt. Ja. Nun nochmal hin und her laufen. Ja. Das Ganze wiederholen wir dann nochmal. Ja, vielleicht machen wir das ein bisschen schneller. Du holst dir neue blauen? Ja. Oder wie? Achso, ich dachte verschnellern. Achso, ach, das Video verschnellern. Ja, ja. Achso, ja, dann können wir die Klappe halten. Ja. So. Dann hat hier wahrscheinlich das Verschnellern geändert. Ja, da sind wir wieder. Wenn wir dran gedacht haben. Auf in die Stadt. Jetzt geht's in die Stadt. Mhm. Himmelsspitze erwartet euch. Die Bürger haben keine Zombies, oder? Ja. Eindringling. Wieso müssen wir gegen die Bürger kämpfen? Kein besonders angenehmer Zeitgenosse. Naja. Wir waren gerade... kommen aus der Zombie-verseuchten Dings. Ihr habt es geschafft!
Er ist tot! Wir konnten es zu sechs nicht mit dem gefallenen Ritter aufnehmen! Das muss ich den anderen sagen! Cool. Was ist das für ein Plakat? Hochzeit? Hm. Ich muss hier weg. Aber da draußen ist es vielleicht noch schlimmer. Hm. Wart ihr bei der Zitadelle? Sie wird von fliegenden Dämonen bewacht. Die Stadt ist Fürst Ferdinand inzwischen völlig egal. Alle! Scheint ja ein toller Fürst zu sein. Feinde! Sie müssen sterben! Hey, warum greifen die dich an? Weil die dem Fürsten treu ergeben sind. Achso, den Fürsten sind die Bürger egal, aber Hauptsache Wachen haben, um jeden zu töten, ne? Ja, Eindringlinge. Dass wir hier gerade die Stadt retten, ne? Ja. Idioten. So. Danke, Lord. Seit Fürst Ferdinand von seinem letzten Kreuzzug zurückkam, ist die Stadt ins Chaos gefallen. Überall sind Zombies, angeblich auch Dämonen. Wir mussten sogar die große Hochzeit absagen. Irgendeine Schlampe nehme ich an, mit großem Busen und nichts im Hirn. Könnt ihr das übernehmen, Lord? Ich sollte hier bleiben und mich um diese Leute kümmern. Manche davon sind total verängstigt. Das ist ja typisch für Sie. Diesen Typ Frau kenne ich. Ein dummes, kleines Bauernmädchen, das keine Ahnung hat, worauf es sich einlässt. Die Stadt ist Fürst Ferdinand inzwischen völlig egal. So, jetzt können wir uns doch wieder rote Schergen holen. Hm. Sehr schön. Seid ihr hier, um etwas gegen die Seuche zu unternehmen? Ja, sind wir. Garantiert. Einiges. Seid ihr so, hier, um etwas gegen die Seuche ja, zu unternehmen? Ja, sind wir. Jetzt halt die Fresse. So. Dann, was müssen wir jetzt machen? Erstmal tut es mir sehr leid. Ferdinand inzwischen völlig egal. Aber hier ist noch ein Zauber, den müssen wir jetzt erstmal zum Portal bringen. Ich weiß wirklich nicht, was aus dieser Stadt geworden ist. Okay. Oh, ein Objekt. Ich mag Objekte. Kommt er raus? Ah, alles klar. Aber solange können wir hier die Ton aufmachen. Ich weiß wirklich nicht, was aus dieser Stadt geworden ist. Wenn ihr ein paar Zombies eliminieren wollt, das Armenviertel liegt im Osten. Ich weiß wirklich nicht, was aus dieser Stadt geworden ist. Wenn ihr ein paar Zombies eliminieren wollt, das Armenviertel liegt im Osten. Okay. Ist das das, was ich jetzt nicht verstehe? Ist das irgendwas böse? Oh, kannst du die hauen? Nee, das ist böse. Die Stadt ist Fürst Ferdinand inzwischen völlig egal. Ah, ich kann ihn zur Seite schieben. Sehr schön. So. Ich schaue mich mal um. Also, sind das jetzt gutherzige Menschen, die meinen, er könnte das Armenviertel zuerst retten mit das Armenviertel im Osten? Ferdinand oder war oft in der Schenke. Meinen die eher, scheiß drauf, die Alten, die können wir, die Armen, die können wir alle töten. Hier geht's Richtung... Ich weiß es gar nicht. Da geht's Richtung Zombies und wir sind hier, um Zombies zu töten. Ja, schon. Die Stadt ist Fürst Ferdinand inzwischen Richtung... völlig egal. Huh. Oh. Sequenz. Es heißt, Fürst Ferdinands Ritter hätten besondere Rüstungen aus einer magischen Schmiede unter der Stadt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber brutal sind sie. Schön, der Flammenstoß ist des Feuerballs großer Bruder. Wart ihr? Fürst Ferdinand hat den Paladin-Kodex vergessen. Hm. Neun Feuerzauber. Die Stadt ist Fürst Ferdinand inzwischen völlig egal. Die Stadt ist Fürst Ferdinand inzwischen völlig egal. Die gehen einem nur leicht auf den Sack, die Leute hier. Boah, ich hätte sie schon längst geschlagen. Und ihr haltet mehr Kohle, als ihr jemals benötigen werdet. Jetzt kommt er. Ihr wählt alle! Oh, wollen wir jetzt dann erst den Schmelzofen oder gehen wir erst in Richtung... Nee, der Schmelzofen ist uns relativ egal, weil in der Zeit, wo wir uns die zweite Rüstung fertig gemacht hätten mit allen Schergen und Lebenskraft und so, haben wir die dritte. Bei der Zitadelle? Das dauert jetzt fliegenden Dämonen bewacht. Oh, schon noch ein bisschen, aber sehr ertragbar noch von der Dauer. Das schafft man auch so.
Okay, okay. Fürst Ferdinand hat den Paladin-Kodex vergessen. So, erstmal richtig fett Schergen ausrüsten hier. Mhm. Ich war mir nicht sicher, ob du Fürst das alles Ferdinand kaputt hauen darfst oder nicht. Oder ob es böse ist, deswegen habe ich nichts gesagt. Die Stadt ist ja. Fürst Ferdinand inzwischen völlig egal. Hat sich noch keiner beschwert. Mhm. Ja, das könnten welche nehmen, aber die... Geh mal da weg. Dankeschön. Fürst Ferdinand hat den Paladin-Kodex. Ja, wir wissen halten. Es. Muss mal kurz gucken. Oh. Hm? Zombies. Ja. Boah, wie war das denn? Boah, Orientierung. Da geht's zur Zitadelle, da kommen wir noch nicht rein. Noch mehr Zombies. Nee, das sind Bürger, ne? Ja. Hier war das. Ihr weht alle! Warte. Bevor mir irgendwer abnibbelt. Für mich? Ja? Oh, ja, für dich! Oh. Ja, kannst haben. Von Teams. Das kannst du haben. Jetzt wünsche ich mir irgendwie, dass meine Hühner reden könnten. Hm. Lasst uns rein! Lasst uns rein! Wir sind die verlorenen Schafe! Schäfchen! Schäfchen! Wo? Gewährt uns Zuflucht! Gebt uns Essen! Bitte! Ihr elenden Schurken! Wir verrecken hier draußen! Warum sehen die alle gleich aus? Nicht. Früher oder später kommen sie! Irgendwann müssen sie rauskommen! Ein gewisses Problem in der Stadt. So ja, ich merke. Das ist wirklich dumm. Sie lassen ihre Anhänger verhungern. Tut etwas! Frau hat befohlen. Da müssen wir wohl gehorchen. Hm. Wenn das im echten Leben auch so laufen würde, wäre ich echt froh. Ich liebe dich. So, das machen wir aber in der nächsten Folge. Ja. Ja, wir sind bei 24 Minuten, auch ja, mit dem beschleunigten Teil, der ist 2 Minuten lang vielleicht. Okay. Also, dann bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Ciao.